Jo, was geht, meine Freunde? Selbe wieder am Start. Heute mit GTA 5 Online. Und heute habe ich mir mal überlegt, kein Rennen oder sowas. Heute mischen wir mal ein bisschen die Militärbasis auf. Ich würde jetzt mal versuchen, hier irgendwie rein zu jumpen. Und dann, ja, die Waffen spielen lassen. Und natürlich kommen wir nicht rein. Mhm. Machen wir es ganz easy. Das Auto machen wir kaputt. So, und dann rufen wir halt einfach mal schnell unseren Mechaniker an. Und wir holen den Osiris. Jo, bring ihn mir rüber. Aber bitte schnell, weil ich werde von den Cops verfolgt. So, und da haben wir den auch schon, den Osiris. Nice. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Anschwung holen, damit wir auch rein können. Ach, der ist schon ein bisschen schneller, das ist perfekt. Das Blöde ist halt jetzt mit der Polizei, ne? Nur, dass sie uns den Weg noch versperren und wir nicht reinkommen. So. Ey, was ist denn los? Ich komme da nicht rein. So. Ich komme da einfach nicht rein. Was ist denn los? So, dem halt einfach mehr Anschwung oder Anlauf. Ja. So, das dürfte eigentlich reichen. Bei dem Nebel sieht man ja auch voll viel. So, aber jetzt. Perfekt, jetzt sind wir drin. Und jetzt dachte ich schon, wir explodieren. So, jetzt gehen wir noch an eine gute Stelle hin, dass wir auch ein bisschen ballern können. So. Auf geht's. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Ah, hier ist der Panzer. Scheiße, hier ist ein Panzer. Schnell weg. Ich würde sagen, wir ziehen noch schnell eine Panzerung an, sofern ich eine habe. Perfekt. Leckt mich. So. Seid ihr wieder hinter mir? Hier ist irgendwo ein Panzer. Hey, was ist, wenn wir da hochgehen? Okay. Das ging ja jetzt flott. Das ging ja jetzt flott. Scheiß Militärbasis. Gehen wir gleich nochmal rein. Diesmal aber mit einem Heli. Security Consulting. How can I help? A helicopter has been dispatched. Rein theoretisch hätte ich ja auch mein Dings nehmen können, meinen Kampfheli. Aber es wäre ein bisschen uncool geworden. Da wäre keine Spannung und kein Action dabei. Jetzt stoppen wir uns halt einfach mal von Meriwether ein. Ja, komm, lande. Hey!
Ja, haut einfach ab. Dann gibt's halt hier ein bisschen Krieg. Alter. Ich denke mal, wir verstecken uns jetzt hier mal schnell. Kommt her. So. Stirb. Na, stehen schon ein paar Autos da, ne? Scheiße. Schnell weg. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Hey, wisst ihr was? Ich schau mal, ob nochmal so ein Auto da steht. Von den Pissers. Dann versuche ich nochmal in die Militärbasis reinzukommen. Und natürlich sind die ganzen Autos weg. Ja. Schauen wir mal, ob Meriwether mir noch einen Hubschrauber gibt. Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? Erst in 2 Minuten. Goodbye then. Ja, ciao, ciao. Ich höre einen Heli. Komm, den holen wir runter. Wie, der überlebt es. Ah, wie viele Raketen schluckt der jetzt? Perfekt. Nicht mit mir. So. Da vorne kommen die Cops. Würde ich sagen, glauben wir doch gleich mal das Polizeifahrzeug und versuchen mal mit dem in die Militärbasis zu kommen und versuchen dann einen Chat zu holen, wa? Weil so ein Polizeiwagen hat ja auch ein bisschen an Speed. So, auf geht's. Hey, was ist denn los mit euch? Habt ihr keine Hobbys? Oder nee, ich hau jetzt ab. Ich versuche jetzt erstmal die Sterne loszubekommen. Irgendwie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich weiß wie. Komm schon. Also sind wir hier unten ein bisschen rumcruisen. So, und uns irgendwo da unten verstecken, so unter der Brücke. Dürfte doch hin. Klappen, oder?
Nee, der Heli sieht uns. Fuck. Schnell weg hier. Alter, was geht denn ab? Komm schon. Oh yes. Wir müssen irgendwie den Heli entkommen. Der scheint, macht uns am meisten Sorgen. Scheiße. Komm, wir verstecken uns jetzt irgendwo hier drin im Wald. Oh, es sind zwei Helis auf hinter uns her. So, eine ist down. Da hinten ist noch einer irgendwo. Ah, fuck! Ey, das ist ja so schwer, ganz ehrlich, mit der Militärbasis und allem drum und dran. Ganz ehrlich. Aber hey, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut's rein und ciao, ciao.